Es ist Sonntag und wir bleiben bei Anna Luisa Karsch. Sie hat nach dem Tod ihres Vaters bei einem Pfarrer, zu dem sie gebracht wurde als Pflegekind, Lesen und Schreiben mit Bibel- und Kirchenliedern gelernt. Und das merkt man auch ihren Gedichten an, vor allem bei diesem Gebet, das sie schreibt, wenn sie bei Mondschein zur Mitternacht erwacht. Wenn ich erwache, denke ich dein, o oh Gott, der Tag und Nacht entscheidet und in der Nacht mit Sonnenschein den dunklen Mond bekleidet. Welch eine Pracht verbreitet sich! Die Dunkelheit, geschmückt mit Lichte, sieht auf uns nieder, nennet dich mit Glanz im Angesichte. Du Sonnenschöpfer, wie so groß bist du im kleinsten Stern dort oben, wie unaussprechlich namenlos. Die Morgensterne loben dich miteinander in ein Chor geschlossen, wie zu jener Stunde, da aus dem Chaos tief hervor ein Wort aus deinem Munde allmächtig diese Welten rief. Am Firmament herumgesetzet, du sprachst, das Rad der Dinge lief und läuft noch unverletzet. Hier aber unter ihrem Blick vergeht, verfliegt, veraltet alles. Dem Thronenpomp, dem Kronenglück droht eine Zeit des Falles. Der Mensch verblüht wie prächtig Gras, sein Ansehen wird der Zeit zum Raube. Der Weise, der in Sternen las, liegt schon gestrickt im Staube. Ich lese, großer Schöpfer, dich des Nachts in Büchern, aufgeschlagen von deiner Hand. O, lehre mich nach deinem Lichte fragen. Sei meiner Seele Klarheit, du Regierer der entstandenen Sterne. Und blicke meinem Herzen zu, dass es dich kennenlerne. Dazu wünsche ich ein reines Herz, dass dein Schöpfer schauen kann in seinen Werken. Euer Ernst.